Ja, hallo und herzlich willkommen zu meinem allerersten Let's Play, beziehungsweise eher einem Probeaufnahmen, irgendwas Ding von Amnesia. Wie ihr seht, habe ich bereits schon ein Profil angelegt, da ich versuchen wollte, es halbwegs richtig einzustellen für euch. Joa, dann würde ich sagen, legen wir einfach los mit dieser Angsthaberei. Gut. Ich schaue mal schnell auf die Uhr. Okay, das ist ungefähr 10 Minuten aufnehmen. Denn länger möchte ich das jetzt nicht machen für eine Probeaufnahme. Und das ist auch nur die Demo. Ja, es lädt. Ich will nicht, dass es lädt. Jetzt war ich das erste Mal schon fast erschrocken, weil vielleicht habt ihr diese Person da gesehen, aber ich glaube, das war nur ein. Kann ich was machen? Ritter. Ein alter, oller Ritter. Arsch. Und unser Kara heißt Daniel. I am Daniel. Ach ja, and I am still alive, 88 übrigens. Man merkt, es ist das erste Mal, dass ich so etwas tue. Gut, jo. Memento, mit M kannst du Memento schneller zugreifen, wenn du kommst. Gut. Das funktioniert. Flüssigkeit folgen, das konnte ich noch lesen schnell. Schauen wir mal rein, was hier drin ist und ich hab Schlagseite. Jetzt nicht mehr. Hier. Zunderbuchse. Das wird sehr praktisch noch werden. Also ich spiele es halb blind. Ein bisschen habe ich schon mal angespielt, um einfach zu testen und ja, bei einem Freund mal zugeguckt, aber nach einer Weile wussten wir einfach nicht mehr weiter und haben Schiss gekriegt, wie ich jetzt gerade im Moment. Ein bisschen. Also es kann auch sehr witzig werden. Wird es auch, denn ich habe wirklich Angst. Ja, genauso wie er gerade. Könnt mich auf den Boden hauen und weinen. Werde ich auch. Ich werde ganz viele Schlüpfer brauchen. Ja. Okay. Der will nicht. Das ist jetzt mein Bewacher. So, das war schon das erste Mal. Naja. Ein Spaß. Und ich finde wirklich an diesem Spiel Daniels Geräusche am allerschlimmsten. Naja, gut, nackte Monster sind ein Tick schlimmer, aber seine Geräusche sind auch schon nicht ohne. Weil ich jedes Mal denke, da verfolgt dich ein Spanner. Da hatte ich mich mal zum Essen eingeladen. Gehst du auf? Ich spiele übrigens mit Mousepad, weil ich noch nicht in der Lage war, mir eine ordentliche Maus zu besorgen. Deswegen lockt es noch etwas hakelig. Wo ist mein Kopf hin? Da. Deswegen nicht wundern, wenn sie genau so etwas passiert. Das klappt noch nicht so. Schwöchte ich die Notiz. Das ist doch belastend. So, das geht so, das nehme ich so. Tür ist auf.
auf. Weil diese Ritter, es macht mich fertig. Der läuft doch rein. Jo. Eigentlich ist das aus Steinen, aber egal. Gehen wir weiter. Ist ja nicht so, als wäre da was. Ich habe Angst. Ja. Okay, das. Er wollte sich ausruhen. Kann ich verstehen. Was ist das eigentlich? Pink. Es ist pink und. Pink und. Irgendwo schaut er hin. Das kann ich gar nichts machen. Ja, das sehe ich. Oh Gott. Das kann heiter werden. Das ist das wirklich. Super. Ja, das klingt doch großartig. Das klingt nach einem Plan. Wo ist die Laterne? Ach ja. Oh, diese Geräusche, das. Oh Gott. Ja, einen Alexander töten. Aber das kann auch dauern. Das. Falls ich das überlebe überhaupt bis dahin. Entschuldigt, wenn ich etwas sprachlos bin. Ja, das hat so gewisse Gründe. Oh Gott, schnell raus. Warum habe ich die Lampe eigentlich an? Gibt's nix. Vielleicht doch. Ach ja. Nee, das geht. Das halten wir aus. Ja. Raffinerie. Ich glaube, so weit war ich selber noch nie gekommen. Ich hatte schon beim ersten Mal Schiss bei der Treppe. Ui. Das ist für jemanden wie mich wirklich hart. Und weiter werden wir auch, wie ich das gerade sehe, auch gar nicht mehr kommen. Denn, ja, das war's schon mit der Probeaufnahme. Ich werde noch ein wenig üben gehen, auch mit dem Aufnehmen und ja, wir sehen uns dann bei dem richtigen Let's Play Amnesia oder bei einer anderen Let's Play Sache. Mal schauen, wie weit ich da komme, dass mir das endlich komplett zu besorgen und bis dann, eure Still Alive 88.